Hallöchen, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 2. Ja, ich weiß, ich bin vielleicht nicht die hellste Kerze bei solchen Rätseln, aber eigentlich war das voll simpel. Ich habe jetzt nicht im Internet geschaut oder sonst irgendwas, aber eigentlich war das voll simpel. Ich habe das auch, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, da dachte ich, da kam mir so wie so ein Geistesblitz, das muss ja so gehen. Und zwar ganz einfach, wir müssen einfach hier nur den König Stecker hier reinpacken. Deswegen richtig simpel eigentlich. Keine Ahnung, warum mir das mitten in der Aufnahme nicht eingefallen ist. Oh, ja, wie gesagt, wenn man aufnimmt, weiß nicht, da schalten manchmal echte Gehirnzellen aus. Aber so haben wir das jetzt. Jetzt haben wir alles. Eieieiei. Mit dem Elektronikteil erhalten. So, jetzt können wir nämlich weitermachen. Oh, das wird jetzt lustig, ja. Der zischt aber auch ab, ne? Ach, Mist, ey. Bringt ja gar nichts. Ich habe eigentlich gedrückt, aber gut. Eigentlich habe ich gedrückt. Da kam jetzt echt ein bisschen komisch vor. Burning. So, ist hier irgendwas noch? Ah, hier ist noch was. Ach, guck mal an, Magnum-Munition. Nice. Ich hau ab. Weil ich brauche hier nichts mehr. Von daher. So, dann haben wir das auch. Aber da oben kommen wir zum Beispiel jetzt gerade nicht weiter. Ne, hier kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite nur weiter. Alles klar. Ja gut, dann haben wir das auch erledigt. Ah, das war ja eine Prozedur hier. Aber haben wir eigentlich mit Bravour geleistet, muss ich sagen. Weil mit Bravour wohl ist bestanden, ja. So, dann gehen wir mal weiter. So, wir haben ja jetzt die ganzen Stecker, meine ich. Ah! Boah, kam da einfach von der Ecke. Aber liebe Leute, was ich euch mal fragen wollte, wenn ihr mal einen Bock habt, wenn ich mal mit Resident Evil Facecam machen soll, bitte mir auf jeden Fall das auch mal in die Kommentare schreiben. Mal so als eine Randnotiz. Weil ich war mir jetzt unsicher, ob ich hier mit Facecam machen soll oder nicht. Boah, kommt erstmal ein Zombie um die Ecke. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Eieieiei, boah. Ich habe mich echt erschrocken, Leute. Ach, Mann. Wofür ist der Schlüssel dann gedacht eigentlich?
Aber jetzt bin ich. Jetzt muss ich mal was gucken, Leute. Ach, den Schlüssel wollte ich mitnehmen. Das nehmen wir mal mit. Magnum lasse ich jetzt hier. Da kann ich auch mit Sch Handgranate. Das lasse ich auch jetzt mal hier, obwohl. Nee, den einen brauche ich. Königstecker, Elektronikteil, den hier brauche ich. Flammenwerfer würde ich jetzt auch mal hier lassen. Weil ich bin mir jetzt echt unsicher. Ah komm, nimm mal trotzdem Magnum mit. Wo haben wir es denn? Aber wahrscheinlich war die unten noch, ne? Ja, hier. Ich würde aber trotzdem mal einmal kurz speichern. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht den Weg umsonst. Denn ich wollte einmal was gucken. Ich habe keine Heilung, ne? Da komme ich nimmer noch Heilung mit, kurz. Davon haben wir auch eine Menge. Grünes, grünes, grünes. Grün, rot. Blaues haben wir einiges, ne? Sehe ich gerade. Komm, mischen wir einfach. Und dann wollen wir mal. Also, wie gesagt, ich wollte jetzt einfach mal was ausprobieren. Aber Mr. Facility, ich glaube, das ist sogar der Schlüssel. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal. Gehen jetzt runter. Eine Handgranate habe ich noch zum Glück. So, dann gehen wir nämlich hier lang. Na, guck mal. Sind wir locker an dem vorbeigelatscht. So, dann gehen wir nämlich hier hoch. Da, 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 da. Dann machen wir das einmal. Ich meine aber, das müsste der Schlüssel sein. So, der ist erledigt. Hier haben wir auch alle erledigt. So. Ha! Jawohl, das ist der. So, hier haben wir noch ein bisschen Schießpulver. Ein bisschen Munition. Hier haben wir nix. Ach, guck mal, hier können wir schieben. Dann nehmen wir mal den Fahrstuhl. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Was sind wir denn jetzt hier? Ist hier was? Bisschen Munition haben wir gefunden. Ach, lol. Na, kennt ihr das Gebiet noch? Hier sind wir. Ja, coole Sache. Dann können wir nämlich einmal zum Stars-Büro, würde ich sagen. Weil wir müssen noch den USB holen. Weil hier sind wir nämlich jetzt wieder. Das brauchen wir jetzt nicht. Das nehmen wir gleich wieder mit. Magnum brauche ich jetzt auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Obwohl, ja, müssen wir gucken. Weil hier können wir jetzt nämlich das Ding hier benutzen. Stimmt. Ja, geile Sache. Wir sind wieder im Stars-Büro. Ah, das brauchen wir jetzt hier nicht. Wir brauchen den USB-Eimer. Genau. Ja, geile Sache. Ne, wir speichern einmal hier im Fall des Falles. Zeit haben wir ja noch zum Glück. So, dann gucken wir mal. Ne? Also wie gesagt, wir müssen einmal zum Stars-Büro oben. Müsste ein Licker, glaube ich, sogar noch sein. Bibliothek haben wir auch nicht alles, ne? Sehe ich gerade. Ist auch noch rot.
Zombie, der kriecht. Ist der Licker noch hier? Der ist auch nicht mehr hier, ne? Bin mir unsicher. Ach, wir haben noch einen Film, ne? Fällt mir gerade auf. So, untersuchen. Zack. Stimmt, wir haben noch einen Film. Den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Er ist ein Licker, okay. Obwohl, nee, den können wir auch da, wo wir den brauchen. Da ist der Licker, okay. So. Hier muss ich auch aufpassen. Weil hier latschen ja auch unten Lickers rum. Deswegen laufe ich nur ganz langsam hier. Weil wie gesagt, ich wollte jetzt einen Film entwickeln. Ich weiß nicht mal, was da drauf war genau. Kann sein, dass wir danach... Boah, erschreckt mich nicht. Jetzt hat mich der Zombie da am Fenster erschrocken. So. Wo ist denn der Film? Film, 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 Film. Hier. Ein Versteck. Da gehen wir jetzt auch da nochmal hin. Zu diesem Versteck. Vielleicht könnt ihr euch denken, wo das genau ist. Leute, die nicht vorspulen, könnt ihr euch ja mal, wie gesagt, überlegen, wo das genau ist. Ja, warte mal. Ach, ich bin zu weit hochgelatscht. Ah. So, dann wollen wir mal hier raus. Genau. Falls ihr jetzt wusstet, das ist nämlich hier das Versteck. Hier sieht man auch. Da können wir jetzt aufmachen. Und zack, eine Holzkiste. So, dann können wir untersuchen. Und ja, etwas für die Lightning Hawk. Ein Zielfernrohr oder so ein Ziel, sagen wir mal. Das haben wir jetzt auch. So, dann gehen wir jetzt wieder. Dann sind wir nämlich hier fertig. Obwohl in der Bibliothek soll angeblich noch was sein. Ich frage mich nur, wo. Da bin ich jetzt nämlich überfragt. Wo da was sein soll. Können wir mal hier gucken. Ob wir hier noch was finden. Da ist ein Zombie, der kriegt. Ach, kriegt. Kriegt. Vielleicht hier. Nee. Hier auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz nach oben. Ja, ja, Zombie, wir wissen es. Ja, man hätte vielleicht sagen können, ja, man könnte hier rüberlaufen einfach. Aber so ist es nicht. Sonst wäre ich rübergelaufen. Irgendwas muss hier doch noch sein.
Frage ist, was? Kann auch sein, dass ich zu blöd bin, um das zu finden. Wie gesagt, hier soll irgendwo was sein. Ach, das ist ein Zombie. Lol. Oder was? Ah, ich kann mir... Ach, ich glaube, ich weiß, wo was ist. Wenn mich nie... Nee, hier, das kann man nicht schieben, ne? Ach, das kann man allgemein nicht mehr schieben, ne? Ach, ich glaube hier drunten. Ah, hier, sieht ihr? Hier ist noch was. Ah. Ja, stimmt. Voll vergessen. Hier war ja noch was. Naja, wir haben uns auf jeden Fall zu lange hier schon aufgehalten, liebe Leute. Eigentlich wollte ich jetzt nicht allzu lange hier oben bleiben im Polizeirevier. Mal, wir gehen jetzt auch wieder runter. So, nehmen wir mal kurz den Lightning Hawk. Und dann tun wir die kombinieren. Zack. Ist die Frage. Kanalisationsschlüssel brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Das nehmen wir auch mit direkt. Weiß nicht mehr, für welche Waffe das war. Weiß auch gar nicht mehr, was wir da allgemein bekommen. Da bin ich mir jetzt unsicher, ganz ehrlich. Naja, gucken wir mal. So, dann wollen wir mal. Jetzt können wir nämlich das Ding hier aufmachen noch. Tada! Oh, welche Waffe war das denn? Ah, auch für die Lightning Hawk. Perfekt. Na gut. Das wusste ich nämlich gar nicht mehr. Dann wollen wir mal wieder zur Kanalisation runter. Ja, richtig nice, würde ich mal sagen. So, ab nach unten. Ja, stimmt. Ich wusste doch, für irgendwas war der Schlüssel nochmal. Aber wir haben ja noch ein zweites, noch eine zweite Tür. Oh, was ist das denn? Ach, guck mal. Jazz Festival Flugblatt. Das haben wir auch noch nicht gefunden. Also haben wir jetzt erst gefunden. So, als nächstes können wir nämlich einmal das hier machen. Ach, ich Depp. Oh. Ja, super. Och, Leute. Jetzt muss ich noch einmal durch das Gewühl da, ey. Weil ich muss noch nämlich da rein. Da ist nämlich auch noch eine Tür. Und jetzt habe ich den Stecker vergessen. Ihr denkt auch, ey, bist du deppert? So, wir gehen auf jeden Fall den schnelleren Weg. Ja. So kann er wenigstens weiter schlafen. Ach man, ey, das raubt uns so viel Zeit, Leute, ne? Ich wäre schon so weit. Also ich wäre schon auf jeden Fall deutlich weiter als jetzt. Aber wenn wir nicht so, wenn wir nicht solche Umwege laufen würden, ne? Jetzt brauchen wir nämlich erstmal die Lightning Hawk. Dann tun wir das kombinieren. Oh. Perfekt, das brauchen wir jetzt nicht. Die Knarre nehmen wir mit. Da bin ich mir jetzt unsicher, ob wir das brauchen. Deswegen machen wir einmal Notfallspeicherung. Und ich hätte schon wieder fast vergessen. Welches brauchen wir denn nochmal?
Warum eine Schachfigur? Ja, genau. Ist doch die, ne? Ja, Turmstecker. Genau. Der Turmstecker war das. Den brauchen wir. Dann würde ich nämlich sagen, die Stelle machen wir jetzt noch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das genau hinführt. Die Stelle. Deswegen, da bin ich mir jetzt echt komplett unsicher. Ja, liebe Leute, tut mir jetzt echt leid, dass ich halt so einen Umweg laufen muss. Aber was soll man machen? So ist Resident Evil. Solange wir den nicht berühren, ist alles gut. Ich hatte schon Angst, dass ich den Schlüssel diesmal vergessen habe. Man weiß ja nie, ne? So, jetzt können wir nämlich hier rein. So, den Schlüssel brauchen wir nicht mehr, können wir wegwerfen. Sind wir denn hier nochmal? Ah, cool. Hier können wir noch ein paar Sachen. Das war's aber auch. Mehr gibt's hier nicht. Okay. Na gut. Dann ist das sozusagen optional. Hier muss man gar nicht hin. Aber so haben wir wenigstens ein paar Sachen bekommen. Würde ich mal sagen. So, dann gehen wir wieder zurück. Ja, dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann die Stecker da platzieren. Wir gehen jetzt erstmal zurück, dann speichere ich und dann beende ich auch schon wieder die Folge. Ja, wie gesagt, sind halt die Umwege. Da ist auch einer. Ich bin mal gespannt, wann wir das mit dem Kombinationsschloss kriegen. Weil wir haben ja noch hier ein Kombinationsschloss hier oben. Warte mal, wo haben wir denn? Hier oben im Steuerraum. Da gibt es nämlich noch ein Kombinationsschloss. Und den haben wir noch nicht. Da denke ich mal, finden wir dann danach. Weil wir kommen ja auf jeden Fall da nochmal hin. Ja, liebe Leute, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war schon wieder mit dieser Folge. Ja, wir sind halt einige Umwege gelaufen. Deswegen hat er sich ein bisschen Zeit verzögert. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber der gehört halt zu Resident Evil dazu, auf jeden Fall bei mir. Weil das passiert mir ab und zu mal, dass ich Umwege laufe. Ja, wie gesagt, nächste Folge werden wir hier ein bisschen Schach spielen und gucken, was wo reinpasst. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dieser Folge. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und ich sage Tschüss und bis dann.